Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei mir zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2. So, wir hatten ja gesagt in der letzten Folge, dass ich mir hier mal was überlegen werde, ob wir jetzt erstmal die Dutch-Mission machen oder ob wir doch lieber die Mika-Mission machen. Und ich würde einfach mal sagen, auch wenn Dutch jetzt näher ist, ich will diese Mika-Mission hier hinter mir haben, weil ich gesagt habe, der Mika ist nicht so ganz meiner. Jetzt haben wir natürlich, wir könnten natürlich zur Rick's Station reisen, ne? Weil wir sind ja hier auch relativ nah am Bahnhof. Wir gucken mal kurz, Rhodes, wo ist die Postmeisterei? Hier. Da würde ich mal sagen, da fahren wir doch mal, gönnen wir uns nochmal eine Zugfahrt dahin, oder? Hört sich doch gut an. Das heißt, wir schnappen uns erstmal unser Pferdchen. Hier können wir wieder nicht rennen. Was mich immer noch nervt, dass man hier nicht rennen kann. Grüß mal recht freundlich. Ja gut, und dann machen wir uns auf den Weg. Super. So. Machen wir mal Kinomodus. Ja, Freunde, und ich hoffe ja sehr, dass ihr euch auch die Folgen bei mir auf dem Kanal gönnt, Red Dead Online. Ist jetzt abgeschlossen, das, wie soll ich sagen, das Tutorial. Und ihr werdet gleich im Anschluss an diese Folge hier, werdet ihr dann auch die erste Folge Red Dead Online wieder zusammen mit dem ZMC sehen. Also, ab 20 Uhr einfach mal auf meinem Kanal vorbeischauen, wenn es interessiert. Ich kann es euch nur empfehlen, hat mega, mega Spaß gemacht, so die ersten Runden Red Dead Online zu zweit zu zocken. Ist mal wieder noch was ganz anderes wie der Story-Modus oder wie das Tutorial alleine im Online-Modus. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wie gesagt, jeder, der Interesse hat, quasi fast im Anschluss, heute Abend um 20 Uhr, könnt ihr dann die erste Folge online zusammen mit dem ZMC sehen. So. Und dann schauen wir mal. Weit kann es ja nicht mehr sein. Na, ich werde mal aus dem rausgehen. Jawohl, wir sind schon da. Und jetzt ist die Frage hier, wo kann ich denn jetzt hier mein Pferdchen anbieten? Oh, der Zug ist schon da. Das wollte ich schon immer mal probiert haben. Okay, nein, findet er nicht lustig. Okay. Ja, ja, ist ja in Ordnung, ist ja in Ordnung, ist ja in Ordnung. Ich wollte es einfach mal probiert haben, Freunde. So, wir gucken nochmal, wo mussten wir hin? Nach Strawberry, ne? War das richtig? Strawberry? Rick's Station. Rick's Station in Strawberry, genau. Gut, dann gehen wir mal rein. Sir, welcome back. Yep. Einmal Rick Station Strawberry. Da ist es direkt, Rick Station. Da machen wir hin. Ja, Ladezeiten. Und da steht auch schon mein Pferd. Perfekt, perfekt, perfekt. Na komm, dann steh mal auf. Und dann steigen wir aus und können direkt aufs Pferd steigen. Wie praktisch, wie praktisch, wie praktisch. So. Perfekt, so muss das sein. Und dann markieren wir uns direkt den Mika. Und machen dann dahin.
steht der Zug hier. Gehen wir mal eben dran vorbei. So. Na, geht doch. Alles klar. Und ich würde aber mal sagen, wir haben es ja gerade auf der Karte gesehen, wir folgen am besten den Schienen hier. Da geht es auf jeden Fall dann nochmal eine Ecke schneller. Genau, und dann biegen wir hier links rein. Oh, Moment, was haben wir denn hier? Das sieht doch aus wie ein Bandenlager. Sollen wir das machen? Ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, wie sieht es denn mit Munition eigentlich aus? Ah, nein, das wollte ich jetzt nicht. Ja. Na gut, wir nehmen mal die doppelläufige Flinte. Würde sagen, nehmen dann auch beide Revolver. Und würde sagen, nehmen auf jeden Fall auch noch mit die Pumpe. Weil die, ohne die Pumpe mache ich gar nichts. Da, da ist die Pumpe. So. Allerdings würde ich dann aber in die Hand nehmen wollen, beide Revolver. Alles klar, und dann gucken wir doch mal. Es sollte doch eigentlich ein Bandenversteck sein, oder? Ich weiß es nicht, aber hier vorne haben wir auf jeden Fall ein... Okay, Baum fällt, okay. Ja, gut, nicht in meine Richtung. Alter Falter. Okay, ich würde mal sagen, das ist gar kein Bandenversteck. Ich würde mal sagen, das ist ein Holzfällerlager. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber hier vorne haben wir einen Punkt. Das heißt, wir können mal hier hingehen. Wahrscheinlich können wir dann auch mit ihm hier reden. Wir probieren es mal. Vorarbeiter, grüßen. Hey there. Can I help you? Just taking a look. We're with the Appleseed Timber Company. Head foreman. They're getting started on this site, but we should have some fine Big Valley lumber for sale very soon if you're interested. I'll keep that in mind. We should be further along by now, but what can you do? I mean, look at these dolts. There's not a brain between them. Listen, you got any supplies for sale? Food, medicine? Starting to run low. I can't spare anyone to go into town, not the way things are going. I'd be happy to pay premium for them. Bezahlen, bezahlen. Bezahlen ist immer gut. Ach nee, Waren verkaufen. Ja, gucken wir doch mal. Ja, okay. Was will er denn haben? Komm, kriegst einen Kaffee von mir. Und du kannst von mir gerne noch haben... Ja. Gut, wovon haben wir denn noch genug? Hier, da kriegst du noch rum. Einen guten. Und das soll's reichen? Ja, okay. Ich meine, er hat jetzt nicht, wer weiß, wie gut gezahlt, aber... Appreciate it. That should help keep us going. Aha. Okay. Ah, hier haben wir noch unsere ganzen anderen Aufgaben. Genau, Schatzsucher, Saurierknochen. Die Lageranfragen. Genau. Ach, guckt mal, dies wird zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt. Da haben wir uns ja auch gefragt, warum es da nicht weiterging. Okay. Hier haben wir noch die Herausforderungen. Okay. Ja, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Und wenn, immer wenn wir jetzt hier hinkommen, können wir den... Wir können hier immer verkaufen. Wunderbar. Don't work too hard. There ain't much danger of that with this bunch, my friend.
coole Sache hier. Coole, coole Sache. Ich finde das aber auch interessant, ne? Auch wieder diese Detailreichheit hier. Oh, Baum fällt. Oh, da hinten. Genial. Genial, genial, genial. Einfach nur genial. Kann man hier die Mitarbeiter auch mal grüßen? Die lieben hier. Versuchen wir mal, den hier zu grüßen. Hallo, Mr. Hallo. Hallo. Ey, nicht weiterarbeiten. Ich sehe jemanden, der nicht afraid of hard work. You got to break my concentration. You enjoy the rest of your day. I'll be seeing you. Ist lustig, er will immer wieder anfangen zu arbeiten. Schade, 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 schade. Sollen wir ihn hier auch mal von der Arbeit abhalten? Hey, Mist. Ja, mach weiter. Got your hands full, man. Beats woman's work. Well, you seem to know what you're doing. See ya. Okay, Leute. Ihr habt es gerade schon gesehen. Wir sind jetzt direkt hier auch bei Mika. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Mika war hier. Okay. Mika, wo hast du denn dein Lager aufgeschlagen? Komischer Kauz. Erwähnte ich schon, dass ich Mika nicht mag? Ja, erwähnte ich in der letzten Folge. Ich weiß nicht warum, aber er ist mir völligst unsympathisch. Ich mag so die Charaktere, mit denen wir zusammenspielen, die bei uns im Lager sind. Alle cool, aber Mika weiß ich nicht. Mika ist nicht so meins. Und meistens täuscht mich mein Bauchgefühl nicht. Irgendwas wird mit Mika noch sein. Junge, 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 wo bist denn du? Bist du hier unten? Ja, da vorne ist er. Okay, alles klar. Hey, Arthur. Good to see you. Why? You want rescuing again, dear? No. I got a plan to make it up to you. A plan like the Blackwater Ferry job, or like you going off scouting and ending up in jail? Dutch said you was a big shadow cast by a tiny tree. I don't even know what that means. I thought you was a tough boy. Not one of those gentlemen trying to protect his riding clothes. I just know whenever things get real, you turn yellow, lose your head. Yellow? Sure seems that way. So I guess you won't be riding with me to rob the banking coach comes about this time in the Strawberry. I heard one of the O'Driscoll boys yapping about it while I was inside. You and me? Do a robbery? That's what I said, didn't I? After you. Come on. I know an overlook where we can watch for them coming in. Alles klar. Dann überfallen wir mal mit Mika eine Postkutsche. What are you doing anyway, camping out here like some crazy hermit? Can't exactly stay in town now, can I? Like I told you, I ain't going back to Dutch without a peace offer. So what's the deal with this coach? What do you mean? Comes through about this time every day, like I said, the end. I mean, how many men, guns, riders? Nothing serious. You'll be fine. I heard the bank's been hiring every trigger man they can get of late. The meaner, the better. You worry too much. Forgive me if I ain't wholly faithful in something an old Driscoll you when you was half drunk in a jail cell. He kept yapping about it, saying how they've been hitting it on the regular. That's a good lead in my book. Damn, old Driscolls are everywhere now. Bastards got a hold of most of Big Valley. Heard they took over some big ranch north of here. How the hell you and Lenny end up down here anyway? Oh, you know how it is. A few loose ends, drink here, drink there. What loose ends? Nothing that needs to concern you. I always pay my share. It concerns me when you put us in danger and we don't realize till it's too late. Like that move you pulled in Strawberry.
making me kill half the town just for your precious guns. Precious they are. You need to roll a little looser, Morgan. Looser? I seen you come full undone more than once now, and you only been running with us a few months. Are we gonna rob this coach or bicker about it? What's done is done. Guess we're robbing it. Then let's do it. Ja, aber ich finde es auch schon bemerkenswert, dass unser eigener Spielcharakter, dass der Arthur, unser Mika auch wohl nicht so sehr mag. Ja, die beiden verbindet halt auch eine Vergangenheit, die für uns alle nicht gerade die beste war. Wo der liebe Mika ja wohl nicht ganz unschuldig dran war. Und ihr hört es ja selber, ohne Friedensangebot will er Dutch auch nicht mehr unter die Augen treten. Das heißt, ja, selbst bei den anderen ist er nicht so beliebt. Ah, gucken wir uns diese Reise noch hinführen mag, Freunde. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Aber jetzt überfallen wir erstmal die Postkutsche. Ich hoffe, er verbockt es nicht wieder. Alright, this is the spot. Hold up on this ridge. Na ja, gut, machen wir. They should be here in a little bit. Hold tight. Which way will they be coming in? Should be from over there. We need to hit them fast before they get into town. Just don't lose your head this time. Of course, tough guy. They should be here any minute. Look, there they are. Right on time. Get covered up. Come on! Alles klar, aber Freunde, ich will mir erstmal hier mein Dingens anlegen. So, und dann geht's los. Wow, wow, wow. So, Waffe in die Hand, haben wir. Jawohl, 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 jawohl. Juhu. Oh, warum fallen wir denn jetzt runter? Fuck. Yeah. Haben wir. Einer ist noch da. Ja, alles klar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Freunde. Ey, das war geil, das hat Spaß gemacht. Das hat mal richtig Spaß gemacht. So, wir plündern aber hier erst noch. Oh, wir haben wieder einen neuen Hut. Ja. Dir mal die Ruhe an, mein Freund. Ich sag ja, erstmal kurz plündern hier alles. Jo, jetzt haben wir alles. Jetzt kommen wir. Soll ich nicht lieber fahren? Pferd gepfiffen. Na, ich werde mal schon mal lieber meine Waffen in der Hand nehmen, weil ich kann mir vorstellen, dass hier gleich noch was kommen wird. What did I tell you?
mir ein Gewehr gegeben. Alter Walter! Aber ja klar. Alter, wie viel kommen denn da noch? Immer noch. Oh, jetzt habe ich einen neben mir direkt. Wo ist er? Ja, einer ist noch da. Alter, da kommen noch mehr. That'll show 'em. Why is it every job I do with you ends in a pile of dead bodies? Since when did you have a problem killing O'Driscolls? You've got a point. Let's strip this coach then. It clearly ain't going nowhere now. Ja, werde ich gleich machen, aber natürlich looten wir erstmal alles ab. Ist doch wohl logisch. Hier liegen so viele, das lassen wir uns doch nicht entgehen. Ja, Mika, tu dir die Ruhe an. Ich muss looten. Ja, hier muss noch einer liegen. Ja, ich besorge Geld. Kann man Mika nicht einfach erschießen? So, dann hier. Ah, den anderen, da kommen wir jetzt nicht mehr dran.
Nehmen wir uns den noch. Und dann sind wir auch durch. I'll give you the honors. On account of, well, this little mess. Schieß auf das Schloss. I'm happy to do it myself. Auf das Schloss, okay. Wo ist das Schloss? Just thought you'd want the honors. Ach, da ist das Schloss. Alles klar. Come on, let's see if all this was worth. All I see is you, me, a river full of dead O'Driscolls, and a lockbox. I'd say we're golden here, Morgan. Look at that. What's the cut here? It's good. Just make sure the gang gets its piece. Yeah, yeah. Like I said, big shadow, tiny tree. And like I said, that still don't mean nothing. Get out of here. Go see Dutch. Make sure you ain't followed. I know, boss. I know. It's been fun. Freunde, das hat sich gelohnt. Zeuge? Wo? Da hinten ist ein Zeuge, okay. Ich muss mal wieder aus dem Mode raus. Und dann gucken wir mal, dass wir den Zeugen hier noch kriegen. Da ist er. Nein! Oh nein! Komm schnell rauf aufs Herd! Raus aufs Herd! Und dann los, 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 los! Ab dem Zeugen hinterher! Das muss jetzt nicht sein. Schon mal wieder die Waffen in der Hand nehmen. Und dann hinterher. Ist denn wahr? Okay, er will nicht. Dann müssen wir ihn so doch erschießen. Ich wollte es nicht. Ich wollte dich eigentlich anhalten, aber nun ja. Und den Hut hätte ich gerne. Ja, ich weiß, das hat uns ein bisschen Ehre gekostet, aber immer noch besser, als wieder Kopfgeld zu kriegen. Das war ja schon mal was. Oh nein, 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 nicht schon wieder der nächste hier. Hey, stop there a minute, will you? What the hell do you want? You gonna leave this or not? Okay, er will Ärger. Alles klar. Hat er gekriegt. Tut mir leid. Ich sag ja, ich brauche keine Zeugen. Alles klar. Ja, ich weiß, hat Ehre gekostet. Ja, so, jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir schon wieder so viele Sachen gekriegt. Haben wir denn einen Hehler hier in der Nähe? Na, in der Nähe eigentlich nicht. Ein Valentine gibt es, glaube ich, keinen Hehler, oder? Ne, hier gibt es nur einen Arzt. Gemischtwarenladen. Ne, einen Hehler gibt es hier leider nicht. Dann würde ich doch sagen, wir sind ziemlich... Was heißt ziemlich nah am Lager? Ziemlich nah am Lager würde ich es auch nicht sagen. Aber ich mache... Oder ist Strawberry vielleicht besser? Hat Strawberry denn einen Hehler? Lass uns mal gucken. Nee, aber wir haben hier noch einen Steckbrief, sehe ich gerade. Dann würde ich sagen, machen wir das doch. Und in Strawberry ist auch ein Hotel. Hotel ist auch nicht schlecht, weil dann können wir uns mal wieder waschen gehen. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Können wir uns mal wieder die Klöten kraulen lassen da. Ist doch auch eine super Sache. Okay, dann würde ich sagen, reiten wir da mal hin. Hey, over here. Oh, I really need your help, friend. Again. I know. Listen, I know what this looks like, but you've got to help me out again. Man, come on, please.
Yes. Oh, yes. Praise the Lord. Thank you. I tell you, friend, I'm about more broke than last time, but, well, I heard something you might like. Well, some drunk's been hoarding his money in this little place south of Rhodes down by the river. A lot of money and very drunk. At least that's what they say. Oh, I look like a thief or something? Or something, maybe. I don't know. It doesn't matter to me. Alles klar. Er hat uns gerade einen Überfall. Ich gucke mal. Einbruch da. Südlich von Rhodes lebt ein Mann, der angeblich eine Menge Geld gehortet hat. Untersuche den Hof. Wird mir das jetzt dann auch auf der Karte angezeigt? Stand das südlich von Rhodes? Rhodes ist hier und südlich davon wäre irgendwo hier unten. Ja, es wird mir aber nicht angezeigt. Vielleicht, wenn wir in die Nähe kommen. Oder ist hier schon irgendwas? War doch südlich, oder? Ich gucke nochmal. Nee. Komme ich jetzt so nicht drauf. Schade eigentlich. Trotzdem, ich bin der Meinung, er sagte südlich davon. Ja, Danke für den Tipp, mein Freund. Come on, girl. Reiten wir mal weiter. Ja, wir gehen mal in den Kini-Modus. Aber nicht schlecht, ne? Wenn man so einen Tipp kriegt. Und diesmal hat es auch geklappt. Wir hatten den Fall ja schon mal, da wusste ich gar nicht, was ich mit dem machen sollte, weil ich das gar nicht gecheckt hatte, dass ich den die Fesseln durchschießen musste. Beziehungsweise es ging einfach von der Zeit her gar nicht. Jetzt waren wir ein bisschen schlauer. Jetzt hat's geklappt. Ja, die Kutsche liegt immer noch da. Nicht schlecht, nicht schlecht.